Was zum Teufel? Sie sind nicht Vulkan. Sollte ich es denn sein? Woher haben Sie diese Schuhe? Hey, er brauchte sie nicht mehr. Verschwinden Sie. Haben Sie ihn umgebracht? Wo ist er? Hey, er hat sich verwandelt. Ich habe ein Monster getötet, keinen Menschen. Scheiße. Wo? Ein Schuss direkt in den Kopf. Wo ist seine Leiche? Oh, nicht weit von hier. Hören Sie, ich kann Ihnen die Schuhe bezahlen, wenn sie Ihnen so wichtig sind. Kein Problem. Vergessen Sie es einfach. Leute, ich habe Vulkan gefunden. Martin, Tolga, seid ihr da? Wo seid ihr denn, verdammt? Hilfe! Wir sind umzingelt! Schrei lauter, Martin. Vielleicht wissen sie dann auch, wo. Der Zug! Auf der Brücke! Geht weg! Sag ihnen, wir haben tragbare Photonenwerfer. Photonenwerfer? Das ist nur eine Taschenlampe, Tolga! Hey, Pollard. Bitte. Carlo ist mein Bruder. Hab ihn schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, ob er überhaupt noch lebt. Danke, dass Sie mir den Brief gebracht haben.
Ich bin's, Crane! Crane! Ich sehe zu, dass ich hier was aufräume. Schnapp sie dir, Crane! Der richtige Mann am richtigen Ort! In seiner natürlichen Umgebung. Crane? Wieso dauert das so lange? Ja, bist du nicht aufs Töten spezialisiert? Lenk ihn lieber nicht ab, sonst schießt er sich doch in den Fuß! Ja, genau! Konzentrier dich, Crane! Crane, wir haben hier was, das dich inspirieren wird. Mach schon, Tolga! Mist, das Band ist gerissen. Du solltest doch den Kassettenrekorder reparieren. Ich hab Wichtigeres zu tun, als mich um die Wartung von Kassettenrekordern zu kümmern, Tolga. Okay, dann wohl doch kein Soundtrack. Brüder, ich bin allein und Banditen sind hierher unterwegs. Ich brauche eure Hilfe. Du bist ein toter Mann.
Zeug, erschießt ihn! Steck's dir in den Arsch! Thank you.
Die Luft ist rein, ihr könnt rauskommen. Wir sind in einem dieser Waggons. Nicht schießen! Klopf dreimal an, dann lassen wir dich rein. Volker, bist du verrückt? Du lässt ihn jetzt rechnen? Das ist nicht das richtige Klopfen. Geh weg! Ich bin's, Crane. Lass ihn rein, Fatin. Er ist es. Dort ist recht. Er kann nicht bis drei zählen. Was zum Henker macht ihr hier? Ein geheimes Projekt. Sprich nicht darüber, Fatin. Leute wie er wiederholen alles, was sie hören. Aber er könnte noch nützlich sein. Dann sagen wir es dann, wenn wir ihn gebrauchen können. Vielleicht sollten wir ihn hier bleiben lassen. Unsere Nähe könnte sein IQ erhöhen. Sehr großzügig, aber ich glaube, ihr hattet mir was versprochen. Unterschätzt uns, Crane. Wir haben es vor ein paar Minuten remote konfiguriert. Dieses Gerät reagiert auf alles, was ein Chip hat. Und wenn was ein Chip hat... Dann ist es für gewöhnlich auch wertvoll. Mit Ausnahme des Nachbarhundes natürlich. Jetzt lass uns an die Arbeit gehen, Tolga. Es wird Zeit für das Projekt. Wir melden uns, Crane. Pass auf dich auf.
Hier schon wieder. Was ist los? Wir haben einen neuen Plan. Echt brillant. Wir warten am Eisenbahntunnel. Du findest uns in der Nähe eines Tores. In der Mauer.
Hast du die Hosen voll? Komm und stell dich! Hast du die Hosen voll? Thank you.
Yeah.
Hey, ich habe eine Leiche gefunden. Ich glaube, es ist einer von deinen Leuten. Fuck. Das sind schlechte Nachrichten. Trotzdem danke. Holger, ich bin in der Nähe des Tunnels. Wo wart ihr gleich? Ernsthaft, Crane? Ist das nicht offensichtlich? Wer verwirrt denn jetzt, Martin? Wir sind in dem Waggon, Crane. Glückwunsch, du hast es geschafft! Ich werde einverstanden. Sobald und schreib's dann auf. Bleib locker, Crane. Achte einfach auf die Klicks. Und komm zurück und bring uns die Sachen. Hast du alles? Vielleicht haben wir dich doch unterschätzt. Alles da, Jungs. Wir melden uns. Du meldest dich, Tolga. Ich werde zu beschäftigt sein.
Wir brauchen Sprit. Sieh dich mal im Quarantänebereich um. Du weißt, was Quarantäne bedeutet, oder? Benutze nicht solche schwierigen Wörter, Fatin. Sieh unter der Mauer nach, Crane. Und komm schnell wieder her, wenn du etwas Beeindruckendes sehen willst. Super! Ich helfe ja immer gerne, wisst ihr doch. Was jetzt? Jetzt lässt du uns arbeiten. In Frieden. Husch, husch. Aber lass dich nicht allzu sehr von glänzendem Tand ablenken. Vielleicht brauchen wir dich nochmal. Projekt nicht zustande kommen. Aber beeil dich! Wir werden nicht ewig warten. Yeah!
Hier, bitte eure Treibstoffleitung. Danke! Und jetzt bereite deinen schwachen Verstand auf etwas Großes vor. Du wirst gleich in unseren Plan eingeweiht. Und dein Hirn wird explodieren! Okay, okay. Schießt schon los. Halt dich bereit. Für etwas Großartiges. Wir haben einen Raketenwagen gebaut. Eine Lokorakete. Ein Turbozug. Ein Jetschienenfahrzeug. Wir haben 3 Sitze. Wir werden die Barrikade im Tunnel durchbrechen. Hinüber zur anderen Seite. Und du begleitest uns. Ihr wollt einen Zug als Rambock nutzen, während ihr drin sitzt? Ist es euer Ernst? Unser Plan ist fehlerlos. Habe ich dir nicht gesagt, dass ein beschränkter Intellekt nicht in der Lage ist, das zu verstehen, Fatin? Natürlich. Was könnte da auch schiefgehen? Ach, dann sieh dir unsere Werke an, du Affe. Und verzweifle, denn du wirst keine zweite Chance bekommen. Bekommst du nicht. Genau. Ist mir schon klar, weil ihr das sowieso nicht überlebt. Du Mann des schwachen Glaubens. Und schwachen Verstandes. Hier, nimm dieses Hackwerkzeug. Wir brauchen es nicht mehr. Vielleicht findest du ja einige der Kisten, die wir vor dem Absturz abgeworfen hatten. Mit deinem Peilgerät und diesem Ding kannst selbst du sie aufbrechen. In den Kisten findest du einen Beweis unseres Genies und unserer Brillanz, falls du den Inhalt verstehst, was ich bezweifle. Bis dann, Crane. Und vergiss nicht, wenn's regnet, geh rein. Bereit, Tolga? 3, 2, 1, zünden! Scheiße. Fatin, Tolga, kommen! Lebt ihr noch? Hey! Oh, Jesus. Ruht in Frieden, ihr zwei.